Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800 hier bei mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und auch hofft, zumindest hoffe ich, dass ihr es hofft, dass das Feuer hier gleich gelöscht wird. Wir können in 11 Sekunden die Freiwillige Feuerwehr noch mit dazu holen und dann glaube ich, kriegen wir das Feuer hier auch unter Kontrolle. Es ist halt so, ne? Manchmal brennt das einfach, nützt ja nichts. So, mobilisieren. Mobilisiert alles, was geht. Großbrand. Richtig großer Großbrand hier bei uns. Aber jetzt geht's los. Jetzt haben wir genug Löschleute hier am Start. Okay. Wie machen wir weiter hier? Ich möchte natürlich die Hauptinsel weiterhin gut halten. Ich will nochmal gucken, was wir jetzt eigentlich haben. Verwendet für Schiffe. Selbstreparatur plus 1000% aktive Heilung. Schiffe, Selbstreparatur plus 100. Muss in ein Schiff, ne? Verwendet ein Rathaus. Ein plus Wohngebäude wird aktiv. Zufriedenheit plus 7. Dauert 30 Minuten. Wird nach Gebrauch zerstört. Expeditionsbonus. Gefechtskunde 1. Räder. Okay. Expeditionsbonus. Navigation plus 10. Kampfkraft plus 5. Expeditionsbonus. Geschicklichkeit. Expeditionsbonus. Redegabe und Kampfkraft. Okay. Hier ausgerüstet im Rathaus. Wir haben ja bisher nur ein Rathaus eigentlich, ne? Wo ist es denn überhaupt? Das ist es, oder? Ja. Können wir das irgendwie eigentlich ausrüsten, also vergrößern, dass es mehr Einflussbereich kriegt? Oh, die Expedition ist mal wieder gefragt. Wir wollen ja eigentlich Tiere entdecken. Suche nach den Flüchtlingen, die sie aufgenommen haben. Wir haben ihn noch nie gesehen. Wollt ihr kämpfen? Gefechtserfolgschance plus 20%. Handel. Wir haben uns nicht gesehen. Ist jemand in die Suche? Moralverlust. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Bei schwerer See tagelang festgeklammert an gekenterte Beiboote. Danach fürchtet man weder Tod noch Teufel. Können Sie nicht mehr anbieten? Nee. Oh, nee, das lassen wir immer. So geht's ja nicht. Und selbst entern. Sie an Deck kommen und den Mann führen lassen. Garantierter Erfolg. Kampfkraft. Unerwartet und niederträchtig. Ein qualvoller Moment. Lang kann sich niemand durchsetzen, doch er gewinnt ihre Mannschaft, Jovand. Okay. Sehr gut. Fortsetzen. Was ist das? Zusätzliche Ration bereitstellen und fortsetzen. So machen wir das. Gut, wir haben noch ein paar mehr Items eigentlich. Also ein Schiff, wir müssen eigentlich eine richtig heftige Flotte mal zusammenstellen bei Gelegenheit. Hier ist gar nichts mehr an Schiffen. Die extremst durchschlagkräftig ist. Also Trefferpunkte. Pro Sekunde. Eigentlich das einzige beste Kriegsschiff, was wir scheinbar immer noch haben, sind die, ne? Gewonnen. Ja, dann müssen wir erst noch mal hier erforschen irgendwie. Dann holen wir uns davon noch mal zwei Schiffe. Die Gäste werden weniger, die Hotelpreise fallen. Na gut, mehr Unterhaltskosten, aber dürfte halt auch mehr ranbringen. 1400 plus pro Runde, da ist alles im grünen Bereich. Journaleros, Besucher, okay. Das bringt nicht richtig viel Geld ran, aber immerhin machen wir ein bisschen Plus. Laderampen im Gebrauch, okay. Ich wollte jetzt aber erstmal gucken, Fisch wird langsam mehr immer noch. Klamotten sind gleich leer. Das ist schlecht, Klamotten sind gleich weg. Wurst ist noch ein bisschen da. Aber nimmt aktuell ab. Brot, also Weizen hier, das scheint jetzt ein bisschen in Gang zu kommen. Bier kommt auch ein bisschen in Gang, Konserven und so, davon haben wir noch. Fischöl, ja, das fehlt uns hier natürlich komplett. Und hier ist auch das Wichtige, dass wir die Baumwolle endlich mal rüberkriegen, ne, aus den neuen Welten. Damit wir die Pelze herstellen können. Die Pelze, glaube ich, wollten wir hier herstellen, wie war das? Hatten wir hier nicht die Jagdhütten irgendwo? Hatten wir die noch gar nicht gebaut?
Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier auch Pelze. Produzieren wir sonst irgendwas hier für die Hauptinsel? Nee, ne? Alles nur für den Eigenbedarf hier, glaube ich. Haben wir dann noch keine funktionierende Handelsroute, soweit ich weiß. Ja, ist gar nicht mal so einfach. Ich weiß gar nicht genau, was. Sabina hat einen Handel Glückwort abgeschlossen, das ist gut. Ja, hier nochmal ein bisschen ausbauen auf unserer kleinen Insel. Spielstand gespannt. Nach dem Motto von allem nochmal etwas, aber ich weiß gar nicht, was haben die denn so? Die haben ohne Ende Klamotten. Die haben gut Schnaps. Ja, das andere fehlt denen alles, ne? Brot und Wurst und so. Das haben die nicht. Daran scheitert das auch noch komplett. Alles andere ist im blauen Bereich, im guten Bereich. Ich meine, wir können hier mal überlegen, jetzt mal Wurst oder so herzustellen. Schwein braucht das, das braucht auch. Also hier würde 1-1 reichen eigentlich. Einmal Schwein, einmal Wurst. Was sind das, die Holzfäller? Ne, das, achso, das sind ja auch Jagdhütten, glaube ich, ne? Kann es sein, dass wir hier ganz viel Jagdhütten haben? Ja, dann geht es einfach besser, wenn wir hier auch Schweine und Wurst machen. Steine passt schon. Auch da müssen wir bald mal mit den wichtigsten Handelsrouten hier oder Routen ein bisschen mit Steinstraßen aufrüsten. Und da haben wir hier ganz viel Pelz oder wie? Hier, ganz viel nennen wir 4, okay. Hatten wir denn hier eine Route? Ich weiß es echt nicht mehr, ist zu lange her, Leute. Eroberer, Admiral. Haben wir noch eine Fregatte mit ein paar Segeln. Müssen wir hier ins Lager rein. Neue Befehle? Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ja, gucken wir gleich. Können wir denn jetzt hier... Doch, hier. Genau. Hopfen und Pelze. Also dürfte sich jetzt eigentlich die Anzahl der Pelze auf unserer Hauptinsel schon erhöhen, oder? Wie viel haben wir jetzt hier mittlerweile an Pelz im Lager? Weil noch wird es ja gar nicht verarbeitet. Wird einfach nur hier 144 schon. Gut. Dann lass uns noch einmal die Expedition abchecken. Eine bärenstarke Begegnung. Bärenangriff. Die Gruppe denkt über diese sehr reale Gefahr nach, als bedrohliche Brummlaute sie angewurzelt zum Stehen bringen. Wie ein Totem richtet sie 50 Meter von den gewaltigen Exemplaren auf. Die Erkenntnis nutzen, um die Bären zu besiegen, die Bären angreifen, den Weg versperren und Tarnung benutzen. Geschick plus 20. Die Bären haben keine Chance. Tatsächlich ist die Tarnung so gut, dass sich die Mannschaft selbst kaum sieht. Völlig in den Farben des Waldes gehüllt, gelingt es Chamäleon-Mannschaft mit Leichtigkeit, die Bären zu umgehen. Eine Geschichte von Einfallsreichtum, über die noch ihre Urenkel staunen werden. Okay. Ja, kann man noch einen Wurst nehmen. Ja, schon. Auch noch genug Zeugs mit eigentlich, ne? Hier fehlen die Rohstoffe. Kein Malz. Das ist aber auch fast nicht verwunderlich, weil wir die bisher gar nicht gebaut, also nicht gar nicht gebaut haben, aber Stapel gelaufen. Wenig gebaut haben. So, Schiff vom Stapel gelaufen. Das ist gut. Unsere Flotte hier wird wieder ein bisschen größer. Neue Ziele. Achso, warte, nee, nee. Schmeiß mal erstmal dein tolles Zeugs hier rein. Stillgestanden, Herr Admiral. So, ich komme hier noch nicht so richtig voran. Was ist denn hier los eigentlich? So richtig. Glücklich, übermäßig glücklich sind sie alle nicht, oder was?
Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. Brot ist zu wenig und der Pelze. Also wir gehen jetzt mal nochmal in die neue Welt, oder? Müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie eine... Hier muss er jetzt auch mal ein bisschen ausgebaut werden. Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Und hier will ich eigentlich gar nichts hören. Wir haben jetzt die Insel hier. Muss ich ja erstmal gucken, was hier überhaupt noch los war in der neuen Welt. Gar keine Ahnung. Holz, ja, Fisch haben die ja nicht. Hier ist der Marktplatz. Wir würden gerne rumtrinken. Dann wären sie hier richtig zufrieden. Das ist eine unbesiedelte Insel. Und hier ist auch eine besiedelte Insel. Und da haben wir die Baumwolle gebaut. Ja, ne? Das genau, das war die Insel, die schon ein bisschen... Da waren, glaube ich, Bananen. Und das ist Baumwolle. Sagen die Lager, wie viel Baumwolle ist jetzt hier am Start? Waren 70. Aber ich habe kein richtiges Handelsschiff hier, ne? Inaktive Schiffe auf Handelsroute. Ein neuer Auftrag? Der Clipper. Clipper ist ja ein Handelsschiff eigentlich. Nee, der muss man hier hin, ne? Steuermann. So, was haben wir jetzt hier? Die ganzen Holzfäller können nicht mehr, weil wir das Holz nicht brauchen. Vielleicht soll ich hier mal in den Verkauf gehen, ne? Und wegen alles verkaufen, was über 60 geht. Ja, auch alles verkaufen. Jetzt kaufen wahrscheinlich eh nicht so viele Leute, aber egal. Damit die wieder arbeiten können. Ist doch blöd, wenn die ganze Zeit nichts tun. Steine sind hier auch genug. Da brauchen wir erstmal nicht upgraden. Ich tendiere dazu, noch mehr Baumwolle hier zu bauen einfach. Und dann mal zu schauen, was können wir eigentlich überhaupt noch bauen. Gebackene Bananen haben wir. Also eine eigene Segelproduktion, eine Kautschukproduktion. Fehlt also noch Ponchos. Da brauchen wir... Achso, Ponchos. Brauchen die das schon überhaupt? Wo ist unser Marktplatz? Ne, Ponchos haben wir ja schon. Ist ja die Poncho-Produktion. Ja, genau, okay. Alpaka-Farm ist das und das ist die Poncho-Produktion. Kapelle haben wir gebaut, ein Polizeirevier. Weiter geht's jetzt im Zweifel sogar auch noch, aber brauchen wir erstmal nicht. Ich hoffe jetzt, dass das Schiff hier bald ankommt und dann werden wir jetzt hier sonst nochmal eine Handelsroute erstellen. Ne? Items, das ist nur dieses Kautschukteil, okay. Fehlende Fruchtbarkeit, ach hier können wir gar keinen Kautschuk machen. Perlen. Brauchen wir 50 Arbeiter für, dann könnten wir schon mal Perlen. Geschützstellung. Kanonen fehlen uns hier, wir brauchen hier Kanonen. Also ich denke, dass wir irgendwie sowas Tolles machen sollten mit der Zeit. Ne? Das müssen wir jetzt vielleicht noch nicht, aber na doch, müssen wir vielleicht. Dass wir sagen, dass wir jetzt von hier, also werden dem werden wir jetzt mal eine... Hallo? Alles bereit. Eine Handelsroute geben, aber ich würde dem eigentlich auch gerne noch eine Verteidigung geben. Können wir aber sonst drüben. Zum Öffnen Handelsroutenmenü. Der Teufel fordert seinen Tribut. Jetzt nicht. So, hier soll er beladen. Und zwar hier holen wir uns mal die Baumwolle weg. 50. Und dann müssen wir in die alte Welt und zu unserer Hauptinsel und da entladen wir das Ganze. Und hier laden wir dafür aber auf, damit wir hier drüben auch ein bisschen produzieren können. Also nicht genau, Kanonen. Wir werden gleich die Kanonen auf, also noch auf jeden Fall, denn ich will nicht zu viele mitnehmen. Wir müssen auch auf der alten ein bisschen, aber so 10 könnte er immer mitnehmen, oder? Und den lädt er hier. Denn, eine gute Frage, was wir da noch sonst so brauchen könnten. Rum haben wir da nicht. Ich lasse das erstmal so, oder? Ich würde damit erstmal anfangen.
Die Route ist aktuell nicht besetzt. Ich schmeiße sie erstmal raus. Doch, da ist ja ein Schiff drin, ne? Das fällt jetzt hoffentlich los. Berufsrisiko. Ups, ich wollte nicht so schnell machen. Jo, dann fällt jetzt los mit der ersten Baumwolle von hier. Das ist schon mal richtig gut. Dann kriegen wir das doch bald in die neue Welt. Aber trotzdem müssen wir hier ein bisschen auch aufpassen, dass wir uns hier nicht den Rang auflaufen und irgendwann uns auf der neuen Welt hat einem Angriff standgehalten. Komplett enteignen sozusagen. Das geht natürlich nicht. Das sind, glaube ich, noch Steine hier hinten. Ne? Hier hinten ist ein schönes Land eigentlich. Öl, also hier ist Hammer für Öl auf dieser Insel. Hier ist nochmal Lehm. Produzieren wir nicht schon irgendwo Steine? Hier ist Lehm. Das Lager ist voll, Jefe. Hola. Ich würde es gerne upgraden, aber das funktioniert noch nicht. Wir brauchen hier irgendwie Rum, ne? Aber hier haben wir keine Zuckerrohrmöglichkeit. Hier oben haben wir auch keine Zuckerrohrmöglichkeit. Also so können wir keinen eigenen Rum herstellen. Ist noch irgendwo eine Zuckerrohrinsel. Tabak. Hier ist tatsächlich Zuckerrohr, Baumwolle, Bananen, Kakao, Mais, Kaffee. Also müssen wir eigentlich die Insel hier nehmen, ne? Aber schön finde ich die nicht, ehrlich gesagt. Obwohl, naja, gut, wenn man das hier nicht anguckt, sieht schon schön aus. Die können wir hier relativ schnell anschließen, ne? So, was gibt's denn hier? Haben wir ein bisschen Holz über? Können wir da mal reinschmeißen? Falsches Holz. Ich müsste eigentlich dieses Holz da reinschmeißen. Und Stahl brauchen wir. Auch ein bisschen was reinschmeißen. Alles bereit. Und nicht über Bord werfen. Das wäre es ja noch. Transfermenü, dann müssen wir es so machen. Dann können wir da auch ein bisschen. Wir will nur die Hälfte mitnehmen an Stahl. Und das brauchen wir auch nicht alles mitschleppen. Erwarten neue Horizonte. Na, fahren wir hier rüber. Ist nicht weit weg. Dann müssen wir uns die Insel sichern, weil hier werden wir dann auf jeden Fall Zuckerrohr herstellen können für Rum. Das wird die Rum-Insel. Eine andere hatten wir hier noch nicht gesichert, oder? Ich verstehe es nicht genau, ehrlich gesagt. Flotte erwartet Befehle. Fisch und Rum und Gold. Laufen Koordinaten an. Wir haben noch relativ viel gar nicht uns angeguckt. Da sind Schiffe zum Verkauf. Mal ein paar Schiffe kaufen. Ich werde sie in den Feldern wiedersehen. Meine Brüder. Wir können das möglich machen. Kleines Kanonenboot. Die Bewegung braucht neue Helden. Eine Abholaufgabe. Neue Befehle. Jo, den Konto bauen wir. Da sind wir relativ schnell. Hier haben wir jetzt keine Zeit für. Bevor du dich überall breit machst. Gefällt ihm nicht so gut? Nun, Kleinvieh kann auch eine Menge Mist machen. Ja, ihr gefällt es schon. Das ist eigentlich unsere Diplomatie. Mit ihr sind wir in der Allianz. Er hat Handelsrechte. Mit ihr sind wir im Frieden. Und ja, sie mögen wir eh nicht. Das ist klar. Ja. So, mal so. Ich würde sagen, das war's für heute, Leute. Wir haben uns wieder eine neue Insel gesichert. Hier in der neuen Welt. Die werden wir dann morgen schön besiedeln. Und zwar müssen wir hier möglichst schnell hinkriegen, Zuckerrohr
anzubauen, damit wir unsere Leute mit Rum versorgen können. Ne? Von daher vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, wisst ihr, gerne ein Like da lassen. Danke euch für die Unterstützung. Bis morgen und tschüss.